Hallo, oder auf Latein, Salvete discipulitis cipulaeque. Hier ist wieder eure Pia. In diesem Video möchte ich euch den verschränkten Relativsatz erklären. Du solltest dazu bereits Relativpronomen und Demonstrativpronomen kennen und übersetzen können, sowie ein ACI übersetzen können und Zeitverhältnisse kennen. Ein verschränkter Relativsatz ist erstens ein Relativsatz, der durch ein Relativpronomen eingeleitet wird, in welchem ein zweiter Nebensatz oder eine satzfertige Konstruktion enthalten ist, also mit dem Relativsatz verschränkt ist. Das Relativpronomen erfüllt dann zwei Funktionen. Es leitet einen Relativsatz ein und ist Satzglied des Nebensatzes bzw. der satzfertigen Konstruktion. Das Relativpronomen steht dabei zum Beispiel in einem ACI, in einem NCI, in einem Ablativus Absolutus, in einem PC oder in einem Ablativus Comparationis. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.